Moin zusammen, es geht in eine Wonder Map. Yes, endlich. Es ist Sunny Meadows, auf die hatte ich sowieso schon Lust gehabt. Die beiden werden eh ein bisschen AFK sein, das heißt, ich kann schön gemütlich wieder meinen Urban Exploring da machen und schön durch die Map laufen. Ah, das wird witzig. Oh, schöne Zähneküken. Hey, schöne Zunge, schöne Zähne, schöne Augenbälle, Segelöhrchen. So, wo ist denn der Brecki? Der Brecki. Ach, warum kriegen wir immer den beschissensten Spawn? Okay, Aufgaben sind aber gut. Wir haben hier Sanity, Ghost Event und Motion Sensor. Wenn das jetzt wieder ein Day ist, wird natürlich schwierig. Wir spielen mit null Beweisen, ohne Sprint. Wir bereiten alles vor und dann geht's rein da. Also ich gehe schon mal rein und mache den Brecki schon mal an. Schnappt euch die Laternen, aber bleibt noch kurz draußen wegen der Sanity. Der Breaker ist mega weit weg. So, jetzt zeige ich euch mal den schlechten Spawn hier. Ja, okay, ich höre sie nicht. Dann kannst du mir ja sagen, wenn sie irgendwas gefunden hat. Sucht euch schon mal aus, wer wohin geht. Willst du nach oben links oder was? Also, Kiki will wohl nach rechts wahrscheinlich dann, ne? Und du gehst nach links, dann kann ich hier den Courtyard Hallway machen und komm danach in den Keller. Ja, okay. Mama stimmt auch zu. Also ich bin jetzt gerade in der. Wie heißt nochmal dieser Mittelraum da, wo die ganzen Kerzen sind? Die Kapelle ist das. Ja. Ist es normal, dass die Kerzen ausgehen? Und ist es auch normal, dass wir Nein, es regnet. Also ist der Geist in der Kapelle. Nehme ich mal an, der lässt die Kerzen aus. Ja, wenn du Der da Atem lässt siehst und alle Atem Kerzen aus. ausgepustet werden, dann ist der da drinne. Ja, ist das sehr gut. Dann was jetzt? Dann suche ich mal die Knochen im Dann. linken Raum. Ja, du kannst entweder in Knochen suchen gehen oder da aufbauen. Also einer von euch kann ja den Knochen suchen gehen, aber schaut, dass ihr eine Laterne bei euch habt. Ich komme jetzt da vorne hin und baue da mal auf und pack da Kruzis rein und sowas. Ja, da sind viele Bücher und so Spritzen und so andere Instrumente, die er werfen kann. Ist das kein Mama, mach Kuchen? schon mal Kruzis rein. Ja, okay, dann bei jeder Tür eins am besten dann hinmachen, weil der Raum ist sehr groß. Ich baue dann schon mal das Versteck auf bei dem Schrank in der linken Seite. Genau, das Versteck ist direkt nebendran und es ist ein sicheres Versteck. Selbst wenn er da anfängt zu handeln, der kriegt uns da nicht, wenn wir im Schrank sitzen. So. Gute an der Kapelle ist, man hat da eine feste Kamera. Das heißt, man braucht eigentlich keine Kameras. Ich werde aber trotzdem eine Kamera nachher für die Türen hinstellen, wegen Yohei. Also wir brauchen nachher zwei Kameras, die die zwei Türen im Auge behalten. In der Kapelle selber ist schon eine feste Kamera. Also da brauchen wir also nicht eine reinzustellen. Wir können dann die feste Kamera vom Truck aus einfach checken nach Orbs. Ja, hier sammelt man ja eigentlich für dieses Event die Waffenteile vorher. Das haben wir ja nicht gemacht, weil ich die ja schon hatte. Ja, suche ich alles ab. Denk dran nur, dass du eine Laterne in der Hand hast, ne? Damit die Sanity nicht runtergeht. Und wir haben hier oben, glaube ich, nur drei Lichter an oder so. Das heißt, du kannst immer in dem Raum, den du gerade absuchst, auch das Licht anmachen. Dran denke.
Kiki, ist hier eine Kamera im Raum? Da ging gerade eine Tür, die würde ich gerne fotografieren. Na okay, dann nicht. Schade. Ich schnapp mir gleich mal eine Kamera. Aber ich glaube, hier drin verliert man Sanity. Es ist kein Wraith, er ist ins Salz getreten. Ups. Hier noch eins hin, falls der nachher auf uns zugelaufen kommt beim Hand. Okay. So, Salz ist schon mal verteilt. Dann nehme ich mir jetzt mal eine Kamera, damit ich auch die ganzen Interaktionen damit bekomme, weil wenn wir noch den Knochen kriegen, dann können wir ein Perfect Game kriegen. Und das wäre cool. So, nehmen wir das. Wo ist die Kamera? Hier ist die Kamera. Jetzt hat er aber gerade ordentlich was da drin geworfen. Ich würde mal sagen, wir packen einen Sensor noch hier rein. In den Geisterraum selbst. So, hier ist ein EMF. Da hinten ist eins. Ich arbeite dran noch. Also bis jetzt noch nicht. So, Kamera liegt neben dem EMF. Kiki, kannst du bitte einen Glowstick, eine Taschenlampe und drei Smudgies zu dem Versteck dann da rein tun? Ich stelle dann mal die Kamera noch auf. So. Ich hoffe, Mama hat das gehört, weil sie sagt nichts. Von Mama an Eileen, der irgendwie hat das QC gebracht. Aber die Lichter sind noch an. Ja, such ruhig alles ab, such ruhig überall. Solange du eine Laterne dabei hast und auch immer die Lichter dann anmachst in dem Raum, den du gerade suchst, ist alles okay. Okay, dann ab und in die Kiki, du kannst mir nachher noch eine Laterne in den Geisterraum bringen. Ich werde dann jetzt hier im Geisterraum bleiben und versuchen, Fotos zu machen. So, ist natürlich sehr dunkel hier. Ich versuche natürlich eher die Interaktionen zu kriegen, sowas wie das hier. So. Hier ist er nicht dran, okay. Was hast du geworfen? Das hier. Okay, sehr schön. Danke, lieber Geist. Es ist mega dunkel. Ich will nicht die ganze Zeit mit der Schwimmbrille da stehen, weil das ist so unscharf. Okay. Vier. Also wenn er jetzt oben rechts ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Also wenn er da jetzt nicht ist. Er könnte noch im Courtyard Hallway auch sein. Ich kann ja mal hier in der Kapelle gucken, ob hier was ist. Der Geist ist aber auch ein richtiges Buchgesicht. Der wirft nur mit Büchern. Toll. Richtiges Buchgesicht. Ja, ist bestimmt das Oberbuch. Also in der Kapelle hier sehe ich keinen Knochen. Okay. Show us, are you here? Können wir die eigentlich wieder anzünden?
Ach ja, übrigens, wenn ihr hier einen Onryo habt, habt ihr ein Problem. Hat sich nämlich mal richtig gefährlich, hat Instant natürlich gehuntet, weil er die ganzen Kerzen ausgepustet hat. Was hast du jetzt geworfen? Das ist mein Feuerzeug, aber er hat irgendwas anderes geworfen, nicht dieses Buch. Ich kann es nur nicht sehen, was er geworfen hat. Ich war bei den Kerzen, so. Mensch, Geist, du lenkst mich aber auch ab. So, wieder mal schön hier alles anzünden. Ja, noch zwei Fotos. Okay, wir brauchen nur noch zwei Fotos und dann haben wir alles. Ich will ein Kruzifoto! Kruzifoto! Zählt das? Sanity ist jetzt bei 80. Kommt von Mama. Zählen die auch? Ja! Fotos sind voll! Cool. Yay. Brauchen wir noch den Knochen? Kiki, falls du im Truck bist, du kannst mal gucken, ob du da Orb siehst. Oh, das hat er umgedreht. Der fängt hier langsam an, alle Kruzis in der Kapelle umzudrehen und der wird langsam aktiver. Kann man die hier nicht anzünden? Warum kann man die nicht anzünden? Wahrscheinlich, weil er umgeschmissen wurde. Okay, keine Orbs in der Kapelle, okay. Nee. So, okay, dann beobachten wir den jetzt mal. Habe ich hier einen Sensor? Ja, habe ich. Guck mal, ob er zu mir kommt, was ich aber nicht glaube. Oh, er ist aber mal rausgelaufen. Das Salz da ist betreten worden. Okay, ich bleibe jetzt im Licht stehen, damit meine Sanity erhalten bleibt. So hast du etwas mehr Zeit zum Suchen. Okay, ich höre mir mal kurz den Geist ein bisschen an. Kiki, du kannst ruhig im Truck bleiben. Ich sag dir gleich Bescheid, wenn ich einen Whisper bekomme. Und dann kannst du ja meine Sanity beobachten. Auf die Weise testen wir auf Moroi. Ach, da läufst du schon wieder rein. Also. Wir warten kurz. Bis gleich. Okay, ich habe gerade meinen. Wie ihr es hört, schon wieder einen Whisper bekommen. Hast du den Knochen? Ja, du brauchst kein Foto machen. Du kannst ihn einfach aufheben. Wir haben ja Fotos voll. Ja, ist ja egal. Journal ist eh voll. Sag mir dann Bescheid, was Kiki dazu sagt zu der Sanity. So. Und meine Sanity geht nicht runter. Ja, das habe ich schon einigen gesagt. Meine geht nicht runter, ne? Und ja, Sanity ist bei 71 und die Niere geht nicht runter. Okay. Dann müssen wir jetzt auf 60 runter, Dwayne. Küken, bleib hier im Dunkeln. Wir müssen jetzt auf 60 runter, Dwayne. Dann gucken wir wegen dem Meer, weil wir haben da nicht wirklich so viel Licht, ne? Ja, okay. Also, hast du schon ein Gespür auf irgendeinen Geist? Oder weißt du noch nicht?
Also, er ist auf jeden Fall sehr aktiv. Ich denke mal, also definitiv kein Wraith. Ich denke mal auch nicht, dass es ein Banshee ist, weil der ist hier nicht einmal durchgelatscht. Das Salz ist unberührt. Er war aber mal kurz draußen, weil das Salz da hinten ist belatscht. Es ist, glaube ich, kein Onryo, weil ich habe Onryos in der Kapelle hier erlebt und die sind sehr gefährlich. Ich glaube eher kein Onryo. Der ist bei mir auch ziemlich weit unten in der Liste. Der Banshee definitiv auch. Demon denke ich auch nicht. Vielleicht Twins, der Okay. wirft schon sehr viel. Da dreht er gerade wieder einen Kruzi, hörst du es? So, wir warten noch mal kurz. Wissen wir ja noch nicht. Okay, wir warten kurz. Okay, der Geist hat gerade den Brekkie ausgemacht. Das heißt, wir haben keinen Gin. Ich muss jetzt wieder den ganzen Weg hier laufen und den Brekkie wieder anmachen. Ach ja, es geht ja noch zum Glück. So weit ist er jetzt von dem Spot, wo wir sitzen, nicht weg. Aber die anderen Spots wären natürlich besser. Zum Beispiel da hinten der eine kleine Lagerraum da. Weil da ist auch ein Versteck. Da könnten wir da unsere kleine Base sozusagen aufbauen. Sind wir schon bei 60% im Durchschnitt? Ich glaube, du hast gerade ein Event. Ich glaube, das ist ein Event. Es ist ein Event, das ist kein Hand. Da hast du doppelte Brötchen. Hast du einmal ein Brötchen zum Essen und einmal ein Brötchen zum Angucken. Passt doch. Mann, euch kann man auch nie alleine lassen. Kaum lässt man euch alleine, kommen hier die ganzen Events. Ach, hier drin hat er das Event gemacht. Hast dich im Schrank versteckt oder was? Ja. Dann machen wir mal hier das Licht an und hier aus. Ja, Geist, du kommst jetzt nicht mehr zurück. Das Salz blockiert dich. Bist du selber schuld, wenn du hierher kommst? Doof, ey. Ja, jetzt kommt er nicht mehr zurück. Oh Mann. So, jetzt ist er zurückgegangen. Also den Banshee können wir auf jeden Fall auch schon mal ausschließen. Weil der hat ja jetzt nur ein Event hier gemacht. Und der Djinn ist raus. Ja. Hast du ein Foto von dem gemacht, wegen Phantom? Nee, Ja toll, er liegt doch direkt leider hinter dir nicht. in der Kamera. Ja, und sein Brötchen, das ist ja was komplett anderes. Ja, klar. Ist unsere Durchschnittssanity immer noch über 60? Auf 59, ja, dann lass uns mal ins Licht gehen und gucken, ob das ein Meer ist. So, wir warten jetzt hier und gucken, ob er versucht zu handeln, weil wir sind bei 60. Und wir warten jetzt ein, 2 Minuten und wenn nicht, dann drainen wir die Sanity weiter. Das Event war ein bisschen zu kurz. Das war ein Event. Sind wir jetzt schon unter 50 oder sind wir noch über 50? Das hat jetzt Sanity gezogen. Wir sind noch über 50. Noch über, okay. Das passt ja dann noch. Da kann sein, dass der Ja. noch mal ein paar Events hier macht. Deshalb liegt hier ja auch das Kruzi, ne? Da halte ich mal meine Kamera bereit. Aha. Ja, dann können wir auch Phantom testen, wenn der noch mal sowas macht. Aber das Event gerade war zu schnell. So schnell kam ich da leider nicht dran. Na, rein. So, dann warten wir noch mal ein bisschen. Also, wir sitzen jetzt schon hier eine Weile. Der Breaker ist wieder aus. Und wir haben 44% Sanity. Okay, stell dich schon mal auf die Ochen ein. Du hast ja eine Schwimmbrille, weil wenn das ein Deochen ist, dann müssen wir mit dem hier Gassi gehen durch den Courtyard Hallway.
Ich kann beide Sensoren auf einmal aktivieren. Das können nur die Ochen Sidestep aus. Ja, dann mach mal den die Ochen Sidestep. Das sieht aus. Nee, das ist jetzt der Demon Frontstep. Aber der Geist ist bestimmt kein Demon. Der hat ja immer noch nicht gehuntet, ey. Der Geist schläft ein, Leute. Der Geist schläft ein. Kiki, sag uns Bescheid, wenn die Sanity 40 erreicht. Erntet! Kein Diochen. Oni? Ist das ein Oni? Könnte ein Oni sein. Der war sehr lange sichtbar. Ich hoffe, sie hat ihn auf der Kamera gesehen. Übrigens, die Hans gehen hier eine Minute. Das ist eine große Map. Da gehen die Hans so lange. Ich warte, dass er nach unten läuft. Dann kann ich der Kiki nämlich sagen, dass sie auf den Kameras schauen soll. Ich glaube, es ist ein Oni. Also, definitiv nicht der, nicht der, nicht der, nicht der, nicht der, nicht der. Er hat beschleunigt. Ich denke an Oni. Der ein bisschen spät dran war. Und ein bisschen zurückhaltend war mit den Events. Kiki, konntest du ihn auf der Kamera sehen? Ich glaube, das ist vielleicht ein Oni, oder? Küken, geh du mal mit raus. Ich stell die Kamera dahin, wo ich ihn gleich wieder hinlocke und dann guckt ihr mal mit. Ja, Mama, es kommen ein paar Federn zu dir. Genau, dann guck mal mit den Federn. Und Items werfe ich hier auch nochmal hin, dann könnt ihr auch gleichzeitig gucken, wie der die Items wirft. Ja. Der Hand müsste ja gleich schon wieder losgehen. Ich meine, das war ein Oni. Ich meine, der war sehr lange sichtbar. Also die Kamera steht da im Flur jetzt parat. Ich versuche den hier rüber zu locken gleich. Außer der benutzt jetzt das Kutzi. Weil der kam mir so vor, als ob er wirklich sehr, sehr lange sichtbar war. Ich bin aber nicht sicher. Onis kann ich nicht so gut erkennen. Also er ist definitiv kein Phantom. Das schon mal nicht. Ist das ein Spirit? So hören wir es ja auch, wenn er huntet. Ich sitze ja hier auf einem Kruzi, das ist hier direkt neben mir, also kann er auch nicht aufhören. Der braucht aber sehr lange, bis er wieder huntet. Spirit? Ich muss gleich mal Zeit aufschreiben. Ich habe hier nur keinen Platz mehr auf meinem Zettel. Hier, lauter Zahlen. Handzahlen. Alles schon voll. Ach. Na komm, jetzt. Warum huntet der nicht? Ist das ein Spirit vielleicht? Wie hoch ist unsere Sanity? Sehr komisch. Ja, okay, 42. Dann müsste der ja eigentlich... hallo? Der benutzt aber auch nicht das Kruzi, ne? Nee, das Kruzi ist noch unberührt. Okay. Warten wir mal. Wirft er wieder was? Warten wir mal auf eine Hand. Ghost! Over here, Ghost! This way! Du bist so lange sichtbar, das kann nur ein Oni sein. Das kann nur ein Oni sein, ganz ehrlich. Ich habe den jetzt wieder so lange gesehen. Bei 24, 20, sagen wir mal. Das heißt 24, 50, 25, 50.
27,20 wäre der Spirit. Aber der hat vorhin jetzt gerade ewig nicht gehuntet. Keine Ahnung, was mit dem los ist. Ist gerade an der Treppe. Ist auf jeden Fall kein Mining. Das steht fest. Kiki, komm jetzt rein, setz dich hier drinnen ins Versteck. Du hast gerade 30 Sekunden Zeit, um reinzukommen. Wir müssen noch die 25% Sanity-Aufgabe machen. Oh, der war hier draußen sehr viel. Ich kann das eine Kruzi da hinlegen, damit der nicht direkt da vorne huntet. Zumindest den Bereich hier absichern. Hallo, hallo? Ja, komm. Shit, shit. Warte, warte, warte. Komm mit mir jetzt mit. Jetzt, geh, geh, geh. Ins Versteck. Okay. Okay, 26. Ja, kein Spirit. Okay. Ich habe da vorne gerade das kurz hingelegt, damit der nicht auf uns handelt. Das war okay, von da, wo er gehandelt hat. War alles gut. Okay. So, Tür zu. Zack. Jetzt warten wir mal. Warten wir mal, bis er fertig ist. Ja, ich weiß, die Hans hier gehen lange. Also bis gleich. Ich glaube, er ist fertig. Nee, er ist noch nicht fertig. Ich wollte ich. Und konntet ihr Oni erkennen? Ich wurde aus meinem Account rausgeholt, aus meinem Laptop. Also ich wurde gekickt. Naja, spielt jetzt auf Mamas Account weiter. Ach so, konntet ihr Oni sehen? Mama hat gesagt, das ist kein Oni. Sicher? Weil der war verdammt lange sichtbar. Sagte Mama, ich weiß es nicht. Du hast ihn gerade auch gesehen, oder? Er ist doch ziemlich lange sichtbar, oder? Also ich glaube auch, er ist ziemlich lange sichtbar. Hast du es eben draußen auf dem Truck auch gesehen? Ja genau, dann wurde ich ja gekickt, leider. Ach, scheiße. Wie gehandelt hast. Ja, wir lassen jetzt erstmal die Sanity drainen. Danach musst du versuchen, sicher rauszukommen. Okay, der huntet gerade nicht. Wenn du dann sicher draußen bist, dann kannst du ja auf der Kamera noch beobachten. Und ich bleibe hier so lange noch drin, weil ich habe nur noch einen Smudge, leider. Also ich denke schon, das ist ein Oni. Ja, mir kam der auch so verdammt lange sichtbar vor. Ich würde sagen, wir noch einen Hand durchschlafen. Ja, wollen wir nochmal überprüfen. Ja, wir müssen auf jeden Fall noch die Sanity runterkriegen, wegen der Aufgabe da. Und dann kannst du ja nachher von draußen mal während des Hunts gucken. Also bis gleich. Okay, wir warten gerade auf das Ende des Hunts. Die Aufgabe ist erfüllt, wir versuchen dann rauszurennen. Jetzt, schnell raus, ist vorbei. Mach die eine Tür zu, dann kann man nämlich Line of Sight blocken. Okay. Okay, dann lauf schnell raus. Ja. Also fahren wir jetzt mit Oni, oder? Ja, ich würde mal sagen, das ist ein Oni, oder? Du hast den doch gerade auch gesehen, ne? Ja, also ich bin auch für Oni. Ach, da liegt noch dein Headset. Und deine Items. Okay, dann mit Oni fahren, oder? Ja, ich habe Oni eingetragen. Warte, ich guck noch mal kurz zur Sicherheit, nur wegen den Orbis. Ich glaube, ich sehe da keine Orbis. Nee, da sind keine Orbis zu sehen in der Kapelle. Okay, es könnte falsch sein, aber ja, hoffen wir mal, dass es stimmt. Ja, ist jetzt egal. Okay, dann Abfahrt.
Ich weiß es nicht genau. Mir kam es so vor, als ob der mega lange sichtbar war. Außerdem hatte er Events gerade. Ach, das Typen hat ja auch zwei Pistolenteile gesammelt, die wir ja nicht mehr brauchen. Wehe, das ist kein Oni. Wehe. Ich kann sie doch erkennen. Und wir haben ein Perfect Game. Juhu. Cool. Also, Perfect Game of Sunny Meadows. Null Beweise, kein Sprint. Das ist die Belohnung, die man kriegt. Ist jetzt nicht so viel im Vergleich jetzt zu einer kleinen Map Perfect Game, weil man hier eigentlich immer länger braucht auf der Map. Weil sie eben größer ist, logischerweise. Ja, aber wir haben sogar den Knochen. Westfall Leinenware gewesen. Okay, also da in dem Courtyard Hallway. Da, wo die Waschmaschinen sind in der Nähe. 2 Events, 6 Hunts. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.